Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir XPath verwenden, um aus einem XML-Dokument eine Information zu extrahieren. Das ist dasselbe, wie wir vor zwei Videos mit JSON-Path und einem JSON-Dokument gemacht haben. Wir werden außerdem Tracing verwenden, um anhand von Log-Dateien den Verlauf unserer Nachricht nachvollziehen zu können. Und wir verwenden einen regulären Ausdruck, um in unserer Nachricht eine Information zu suchen und zu ersetzen. Im letzten Video hatten wir per HTTP den Geocoder aufgerufen. Der Geocoder hatte uns ein XML-Dokument als Antwort gegeben und wir wollen jetzt aus diesem XML-Dokument die Geokoordinate extrahieren. Dazu kann man XPath verwenden und XPath hat eine ganz eigene Komplexität. Man muss erstmal XML und dann XPath verstehen. Da mache ich vielleicht bei Gelegenheit mal ein eigenes Video. Hier zeige ich nur ganz kurz, wie man das macht aus Camel heraus. Und zwar ruft man Set Body auf und sagt dann Xpath und formuliert jetzt hier einen Xpath-Ausdruck. Das heißt, dieser Ausdruck gibt an, was wir aus diesem XML-Dokument genau extrahieren wollen. Und zuallererst wollen wir mal diesen Knoten hier suchen. Und das formuliert man in Xpath so, so, dass man Slash, Slash und dann den Knotennamen spezifiziert und von diesem Knoten wollen wir den Textinhalt hier haben und das heißt, wir fügen noch ein slash text Runde Klammer auf zu an und damit haben wir den Ausdruck schon mal. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir tatsächlich sagen, dieses GML, also dieser Name, dieses Alias hier, ist dasselbe GML, was wir hier unten verwenden. Und dieses GML bezieht sich ja in XML auf diesen Namespace hier. Das heißt, hier formuliere ich mal New Namespaces und deklariere das Prefix, das wir verwendet haben, auf GML. Und die URI ist eben genau die hier im, auch im XML-Dokument. Deklarierte URI. So, das war das schon mal. Und wir können das jetzt gerade testen. Und sehen, dass wir hier unsere Ausgabe bekommen. Das hat also funktioniert. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine grobe Zusammenfassung unserer Route in den Symbolen der Enterprise Integration Patterns. Die Nachricht, die unsere Route entlang wandert, die ist eigentlich durch dieses Symbol symbolisiert und man kann sich vorstellen, dass die Nachricht durch die Route durchwandert. Wir müssen jetzt unterscheiden, hier unten befinden wir uns in Camel, das heißt hier reden wir über eine Camel-Nachricht, während wir den Geocoder hier ja über HTTP angesprochen haben. Das ist also ein anderes Protokoll, beziehungsweise ein eigenes System, was über das Netzwerk angesprochen würde. Was wir jetzt mal machen wollen, ist die Nachricht untersuchen, wie sie sozusagen die Route wirklich entlang wandert. Wie sieht das Objekt aus, das die Route entlang wandert? Das kann man nachsehen. Und in Camel ist es so, dass es in Java tatsächlich diese Objektstruktur hat. Das heißt, was da entlang wandert, ist... Eine Instanz der Klasse Exchange. Und Exchange ist tatsächlich eine Camel-Klasse. Die kann man sich im Übrigen in Eclipse auch angucken, indem man Steuerung Shift T drückt und dann Exchange eingibt. Und dann sieht man, das ist technisch gesehen ein Interface von Camel. Und das kann man aufmachen und sich dann tatsächlich anschauen. Für unsere Zwecke ist es allerdings viel zu komplex, was da genau definiert ist. Wir haben dieses Objekt nur in Auszügen bisher gesehen. Und zwar hat das zwei Felder, Properties und In. In ist vom Typ Message und Message hat wiederum zwei Felder, und äh, zwar Header und Body. Und der Body ist ganz generisch vom Typ Object. Der Body ist im Endeffekt, wenn es hier vorne losgeht, nach dem File Consumer, also sprich nach dem Einlesen der Datei, ist der Body der Dateiinhalt, der da eingelesen wurde. Und wir hatten in unserer Route bisher auch die Header und die Properties verwendet. Die Header haben üblicherweise die Eigenschaft, dass sie an Fremdsysteme übertragen werden. Das heißt, das hatten wir hier gesehen, als wir per HTTP das Fremdsystem angesprochen hatten. Da haben wir in unserer Route hier Set Header gesagt. Und Set Header hat im Prinzip einfach einen Eintrag in dieser Map hier erzeugt und hat eben genau zum Beispiel die Methode dahinter steckt ja ein ähm, string, der hier camel http method heißt, und der hat diesen eintrag in der hashmap camel http method auf get gesetzt. so und entsprechend funktioniert das für die properties, die wir hier oben verwendet hatten. die properties haben eben einträge in dieser anderen map gesetzt. und der unterschied ist so ganz grob, dass die header meistens an andere systeme übertragen werden, während die properties nur in camel verbleiben. So und was man nun machen kann, ist, dass man diese Ausgaben hier zu Debugging Zwecken überall zum Beispiel verteilen will. Das kann man tun. Das ist das sogenannte Tracing. Man kann hier get Context set Tracing true sagen und wenn man das macht, dann erhält man immer, wenn Camel aktiv wird und Camel wird im Endeffekt immer zwischen diesen Bausteinen aktiv, erhält man eine Ausgabe auf der Konsole. Die, Konsole. die Ausgabe auf der Konsole ist jetzt extrem lang geworden. Und wir sehen hier so Zeilen, die immer dieselbe Struktur haben, eine Ausgabe des Tracers. Und dieser Tracer hat die Nachricht ausgegeben, die die Route entlang gewandert ist, also im Endeffekt genau hier an dieser Stelle zum Beispiel. Camel hat die Ausgabe gemacht, als es zwischen dem File Consumer war und dem Processor. Und der Processor stand eben genau für den Message Transformer, für die JavaScript-Transformation, die wir hier durchgeführt haben. Das heißt, die, die Nachricht befindet sich, als diese Ausgabe auf der Konsole gemacht wurde, genau dazwischen und die Ausgabe, die wir jetzt hier hinten sehen, ist eine Zusammenfassung genau dieses Exchange-Objekts. Und hier sehen wir unter anderem die Header, die an der Nachricht dran hingen. Und wir sehen hier hinten aber auch den Body, der an der Nachricht dran hing. Und das geht jetzt so weiter. Nach dem Processor, ähm, als sie hier rauskam aus dem Processor, wurde sie dann ähm, als nächstes in den Enricher geschickt. Und bevor sie in den Enricher geschickt wurde, zwischen Processor und Enricher, ähm, kam diese Ausgabe zustande und so weiter. Das heißt, wir sehen jetzt eine Ausgabe der Nachricht zwischen allen bausteinen und das heißt dass man sich im endeffekt diese ganzen ausgaben wo der body ausgegeben wurde jetzt im endeffekt komplett sparen kann da wir das tracing aktiviert haben so so viel dazu und es gibt jetzt sehr viele interessante fälle und unter anderem kann man mal schauen dass der wenn die datei eingelesen wurde ist der body typ also die Klasse, der, deren Instanz den Body tatsächlich ausmacht, ähm, vom, äh, ist die Generic-File-Klasse. Und da ist ja die Frage, ja, wenn die Datei eingelesen wurde, wurde da nicht ein Byte Array eingelesen. Also wieso steht hier nicht Byte Array, wieso steht da Generic File? Das überlasse ich aber mal Ihnen, dass Sie das mal nachschauen und erforschen in der Dokumentation von Camel, warum dem so ist? Wir kümmern jetzt um, um eine andere Sache und zwar haben wir hier das XML-Dokument und das wurde dann in den XPath-Ausdruck geschickt. Der XPath-Ausdruck hat uns diesen Body zurückgegeben. Was wir aber gerne haben wollten, ist ein komma-separierten Body. So, was wir deswegen als hinter dem XPath noch machen, ist, dass wir den Body nochmal ersetzen durch einen Ausdruck und zwar Body und zwar eine, gehen wir mit einer regulären expression ans werk und sagen such uns bitte die lücke und ersetzt die doch durch ein komma so und wenn wir das noch mal ausführen dann sehen wir hier nach dem xml-dokument sehen wir dass der Expath-Ausdruck ausgewertet wurde, da ist noch die Lücke vorhanden. Nach dem Xpath-Ausdruck ging es eben in die Regular Expression und da ist hier ein Komma draus geworden. Und das heißt, die Ausgabe, die jetzt hinter diesem regrex ausdruck im Body steht, ist genau hat das korrekte Format, was wir hier angegeben hatten. Also sprich, die Komma separierte Geo-Koordinate Und das heißt, wir können hier dieses Fake, was wir ganz am Anfang eingebaut hatten, endlich entfernen und jetzt tatsächlich den Geocoder verwenden, den wir über HTTP schon die ganze Zeit ansprechen. Ja, das war's dazu. Was noch interessant ist, ist, dass man eine regex ja eigentlich nur auf Strings anwenden kann in Java. Wenn man sich jetzt aber den Body-Typ davor anguckt, dann ist es eine sogenannte dtm node list das ist jetzt eine klasse die der, den ergebnistyp des xpath ausdruck ausmacht sprich ein xpath gibt eigentlich eine liste von xml-knoten zurück und diese liste enthält halt einen wert nämlich genau diesen hier der, ähm, und die frage ist wie ist der denn zu einem string geworden so dass wir überhaupt die regex Auswerten konnten. was Interessante ist, dass man da wieder in ein ganz eigenes Gebiet von Camel kommt, nämlich die sogenannten Type-Converter. Und die Type-Converter ähm, haben hier unter der Haube zugeschlagen und haben eben diese DTM-Node-List in einen String umgewandelt, der als eben Input sozusagen für die Regular Expression dienen konnte. Das ist aber wieder ein ganz eigenes Thema, was ich hier auch nicht weiter vertiefen will. Noch ein Wort zu den Body Types. Im Prinzip gehören die Body Types eigentlich zum Wissen der Route, das ist implizites Wissen, denn es ist hier nicht explizit hingeschrieben. Und das ist zum Teil ein bisschen trickreich, immer zu wissen, welcher Typ steht denn eigentlich gerade im Body. Also welche äh, von welcher Klasse ist der Body instanziert, zum Beispiel, wenn, wenn wir hier über diese Stelle der Route reden. Und da ist es eben so, dass man das im Prinzip immer wissen muss. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ist es in unserer Dokumentation? Ist da definiert, was der Body genau ist? Hier ist es nämlich so, dass wir es tatsächlich schon definiert haben. Wir sagen, der Output ist die Geo-Koordinate als String. Und das ist natürlich extrem relevant. Das heißt, im Body ist, wenn diese Route fertig ist, ein String. Und die Eingabe ist die Bestellung als JSON-Objekt. Das ist ein bisschen unklar, denn ein JSON-Objekt lässt sich in Java auf mehrere Art und Weisen definieren. Wenn wir uns das genau anschauen, dann ist es auch ein String. Das sehen wir auch hier oben. Wenn es in die Route reingeht, zum Beispiel hier. Und das heißt, der Body ist ein String und das können wir einfach in der Dokumentation auch festlegen. Als String. Ja, und damit haben wir dieses implizite Wissen, zumindest von dieser Subroute, auch dokumentiert, also sprich ein explizites Wissen konvertiert. Und das war's für diesmal. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir uns dann noch ähm, ActiveMQ an und werden den Übergang zwischen unseren zwei Routen hier ähm, nicht über Direct machen, sondern eben genau dazu ActiveMQ, sprich ein eigenes externes System verwenden. Aber das beim nächsten Mal. Bis dann.